Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Build a Game Together. Wir sind wieder im Spiel und ich habe ein bisschen gebastelt, während ihr nicht zugeschaut habt. Und zwar habe ich hier erstmal ein bisschen um die Zitadelle das so ein bisschen angeglichen, damit es zu dem Rest besser passt. Da ist immer noch dieser Vorbereich hier, der nicht so ganz gut aussieht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich lasse das erstmal so. Ich weiß noch nicht so genau, aber ich lasse es erstmal so. Dann habe ich hier hinter aufgeräumt, dass man also hinter drum kann und das macht sich auch ganz gut, glaube ich. Das ist natürlich mit der Steine, das scheint sich natürlich nicht so doll aus, aber ja, das Wesentliche. Ja, und dann habe ich hier zwei Dinge gebastelt, also ja, viel gebastelt war das jetzt nicht, aber ne, die beiden habe ich zusammengeschnipselt. Das sind also zwei Gegenstände aus dem Vordergrund. Das eine halt so eine Art Straßenschild, das andere so eine Art Bushaltestelle und bei eins davon soll mein Marker werden für die Orte, die der Spieler betreten kann. Ich weiß nicht so genau, was ich besser finde. Beides hebt sich so ein bisschen raus, ist auf jeden Fall gut erkennbar. Also, dass das was Besonderes ist, ist gut erkennbar. Ja, aber ich kann mich nicht richtig entscheiden, das überlasse ich ein bisschen euch. Also, sagt mir, welches von beiden gefällt euch besser, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und dann werden wir ja sehen, wer was besser findet. Und da demnach werde ich dann eins von beiden aussuchen, als dasjenige, was wir hier zum Markieren nehmen von den besonderen Orten. Ja, heute ist dann aber ansonsten der Plan Brücke. Der war ja beim letzten Mal mir ein bisschen zu lang. Und da fangen wir erstmal mit dem einfachen Teil an, nämlich hier die einfache Brücke von oben nach unten. Nun haben wir im Wesentlichen für die Brücke ja zwei Möglichkeiten, wir legen sie in den Vordergrund oder in den Hintergrund. Für die Brücken, die von links nach rechts gehen, ist ziemlich klar, dass wir sie in den Vordergrund legen müssen, damit das Ganze, na, ich sag mal, plausibel bleibt. Ansonsten kriegen wir Probleme mit dem darunter fließenden Fluss. Für die Brücken, die von oben nach unten gehen, können wir da ein bisschen mehr Spielraum lassen. Und ich hatte gerade eine Idee, die ich eigentlich ganz gut finde. Also grundsätzlich haben wir hier so eine Brückengrafik Steinbrücke. Die ist natürlich nicht passend, aber die geht für mich grundsätzlich erstmal in die richtige Richtung, dass ich sehe, wie könnte hier der Schatten fallen, wie könnte ich das so ein bisschen andeuten. Und mein Plan wäre jetzt zu sagen, wir nehmen Brücken immer mit, also die von oben unten Brücken, nehmen wir mit zwei Teilen. Der eine Teil ist im Grunde so nicht viel anders als das, was wir hier sehen. Nur halt eher auf der Asphaltstraße beruhend. Und dann machen wir noch einen zweiten Teil, der im Vordergrund liegt, der in Form eines Stahlgerüstes so von links nach rechts drüber geht. So, dass es so aussieht, als würden wir halt wirklich über, also würde der Spieler hinterher wirklich praktisch über die Brücke unter dem Stahlgerüst hergehen. Das könnte ziemlich geil aussehen. Also geil. Wollen wir nicht übertreiben, aber es ist, glaube ich, grafisch ganz ordentlich. Das heißt, wir würden einmal hier basteln und einmal dort basteln. Das soll erstmal so der Plan werden. Und dann schauen wir mal, wie gut es wird. Wir setzen ja von oben nach unten an, also können wir auch direkt den Teil hier benutzen. Machen wir mal so. Na komm, komm her. Das ist der Teil, den ich brauche. Und die Brücke kann ich erstmal. Wo schiebe ich die denn hin? Hä? Achso, ich habe das hier rübergezogen. Hier vorne. Achso, das Teil habe ich übrigens auch nochmal mit Hintergrund so gelegt, dass ich es hier reinbauen konnte. Das ist an ein paar Stellen eingeflossen, um die Häuser noch ein bisschen aufzubrechen, dass die Häuser, die ganzen Häuserblöcke ein bisschen weniger gleichmäßig aussehen durch dieses extra Teil, was ich ganz am Anfang mal gemacht hatte. So, wenn wir uns das hier mal anschauen, das soll unser Grundgerüst werden. Den Teil hier löschen wir aus. Da das Ganze aber eine Erhebung kriegen soll, müssen wir ja ein bisschen rumtricksen. Also ich würde erstmal sagen, wir schließen das hier ein bisschen anders ab. Um das schon so ein bisschen vielleicht anzudeuten, grundsätzlich sollte es hier oben etwas dunkler werden und hier mittig etwas heller. Das kriegen wir hin, indem wir einfach mal in die Bildverarbeitungstrickkiste greifen
Ich habe doch hier immer noch alle Farben, ne? Ja, klar, es ist nicht reduziert. Okay, das heißt, ich hole mir meine. Wo sind denn meine Layer? Ach, da hinten. Ich hole mir ein neues Layer. Zack, das kriegt natürlich geringe. Und dann machen wir mal das hier für hell. Etwa da sollte der Lichteinfall hauptsächlich liegen, ne? Da etwas über der Hälfte. Das ist ganz okay. Dann machen wir das Ganze nochmal für dunkel. Ach, ich sollte vielleicht den Teil hier beschränken, damit ich das nicht auf andere draufmale, ne? So, wo habe ich gesagt? Dunkel, Spray. Ein bisschen dunkles Spray hier, ein bisschen dunkles Spray da. Das sieht schon so ein bisschen nach einer. Na, komm her. Nach so einer grundsätzlichen Wölbung aus. Können wir mitarbeiten, können wir mitarbeiten. Jetzt braucht man noch links, rechts so ein bisschen was Aufgedunsenes, also im Sinne von Begrenzung. Ich bediene mich mal hier bei diesem Muster. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das heißt, wir schnappen uns hier, ich denke, so 3 Pixel breit. Ah, vielleicht eher so. Das können wir hier. Wenn ich Flügel habe, warum laufe ich dann eigentlich immer? Wieso Empty Selection? Copy? Da ist da was drin. Ah, falscher Layer. Falsches Layer. Wenn ich Flügel habe, warum laufe ich dann eigentlich immer? Muss natürlich. Copy. So, jetzt haben wir es aber. So. Okay. Ja, das geht ganz gut in die richtige Richtung. Auch das müssen wir natürlich gleich nochmal ein bisschen gezielt hervorheben, beziehungsweise ne, also das auch entsprechend anpassen, dass das auch vernünftig aussieht. Das bedeutet, wir nehmen. Wir haben ja schon eine. Wir nehmen erstmal wieder die Einschränkung auf den Bereich, in dem wir uns bewegen. Wir nehmen den Layer. Und wenn wir jetzt krass dunkles Schwarz drauflegen, ist das nicht dunkel genug für die Zwecke, die ich da bezwecke. Ich mache mir noch einen zweiten Layer mit etwas mehr Sichtbarkeit. Und wenn wir das hier machen. Ja, sieht das schon ein bisschen krasser aus. Okay, lass mich nochmal kurz gucken, wie die Brücke hier so aussah. Was da noch wichtig ist, die haben ja. Ja, die haben das auch noch anders hervorgehoben. Aber okay, das soll erstmal in Ordnung sein. Ich würde jetzt sagen, wir wechseln nochmal in dieses Layer und sprühen nochmal ein bisschen Weiß auf die Kanten. Hier und hier. Und das Schwarz auch hier und da und nochmal dort. So, das könnte die Brücke sein. Pua. Pua. Ja, wir können uns erstmal mit zufrieden geben, glaube ich. Okay. Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir hier dieses Metallgestell drüber machen wollen, dann würden wir. Wir können hier am besten auch mal kurz auf ein Karree reduzieren, dass wir nicht drüber malen. Das würde ich also jetzt so ansetzen, dass wir sagen, wir nehmen einen Rostrotton. Sowas vielleicht, ist das gut? Noch ein bisschen dunkler. Zu braun, ne? Ah, so ist ganz gut. So, und das würden wir jetzt. Also, so erstmal von der Grundidee her. Wir lassen einen Pixel links frei und ziehen das erstmal nur so rüber. Das kann natürlich noch gar nichts so. Na, wir fangen erstmal ganz klein an.
Irgendwo so auf der Höhe würden wir anfangen und praktisch erstmal einen Querträger rüberziehen, aber dann auch so Querverbindungen. Sind die jetzt genau richtig? Ich glaube schon. Und dann vielleicht nochmal hier direkt vor Ende. Und das war falsch, den wollte ich nicht. Ich wollte den hier haben. Und das können wir vielleicht dann besser kappen. Das ist vielleicht auch nochmal eher ein nach hier. Ja, okay. Das versuchen wir mal. Es gibt hier auch ein Line-Tool. Das ist nicht so super komfortabel, leider Gottes. Aber ich denke, ich werde es trotzdem nehmen. Quit Node Editing. Wow, super breit. Habe ich das so vor? Ja, habe ich hier vorgestellt. Ah! Stroked Filled. Filled. So, ist okay. So, einmal von hier nach da. Von hier nach da. Was? Hatte ich das nicht? Von hier nach da. Okay, das ist etwas tiefer als ich wollte. Ich weiß noch nicht so genau. Wenn wir das jetzt hier rüber ziehen und hier rüber ziehen und darüber ziehen und darüber ziehen. Geht grundsätzlich ein bisschen in die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Ist natürlich, also, ich bin damit noch nicht fertig, keine Sorge. Ganz so hässlich arbeite ich dann doch nicht. Aber so vom Grundsatz her ist es okay. Das ist nicht genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. So. So. Die auch noch aus. Also, ne, wenn man jetzt mal von weiter weg guckt, sieht man schon so in etwa, wo es hingehen soll. Ich denke, wir brauchen auch noch hier so Querträger. Vielleicht so. Sowas. Bin ich also auf der Höhe mit 2, 1, 2, 1, 1. Das hat natürlich jetzt noch keine Tiefe. Wir müssen dem jetzt noch ein bisschen Tiefe verleihen. Ich hätte das Ganze auf einer anderen Ebene machen sollen, ne? Da habt ihr mir auch nicht vorher gesagt. Kein Problem, kriegen wir hin. Machen wir mal Copy, machen wir mal Paste, haben wir das in einem anderen Bild, schieben das nachher rüber. Ich habe natürlich jetzt das Problem, wenn ich hier großflächig drüber gehe, verändere ich auch die Farbe des Hintergrunds. Das will ich ja nicht. Wir machen also. Nee, Moment mal, wie machen wir das? Was hat der Radiergummi für Möglichkeiten? Shape, Round, Horizontal, Vertical und sowas. Okay. Ah, ich klar. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ich mache sowas hier. Okay, dann addieren wir einfach die ganzen Bereiche. So. Den noch. Schneiden die aus. So, das sieht schon besser aus. Damit können wir arbeiten. Ich überlege, ob ich auch die untersten zwei Pixel wegmache. Also die beiden hier und die beiden da. Sieht vielleicht auch besser aus auf der Brücke hinterher. Das ist überall so ein bisschen, ja, so ein bisschen was von dem Rand auch übernimmt und so. Ist vielleicht besser. Okay, Doc. So, jetzt brauche ich Licht. Genau, ich brauche eine Lichtsituation. Bedeutet, ich mache mir ein neues Layer fürs Licht. Also, wenn ich jetzt richtig intensiv Bild bearbeiten würde, würde ich mich natürlich benennen, damit ich die hinterher alle wiederfinde und so. Aber es ist halt eher so ein bisschen quick and dirty, was ich hier gerade mache. Wir brauchen Layer mit niedriger Opacity und wir brauchen Schwarz für Schatten. Schattenfall hätten wir auf jeden Fall hier. Mir fällt auch gerade auf, es bringt nicht so richtig viel, da was zu löschen, weil ich es ja wieder
da drauflegen kann und das beim Übernehmen. Ich muss das hinterher sinnvollerweise löschen, ne? Ja, ist egal. Wir hätten hier, denke ich, Schatten. Das liegt wahrscheinlich auch eher im Schatten. Dann würden wir wahrscheinlich hier so eine Art Schatten da kriegen, weil es hier oben so eine, ne, kommt dann von oben der Schatten drauf. Ich würde tendenziell denken, wir hätten hier am Rand einen Schatten. Das ist so das Wesentliche. Wo haben wir Licht? Licht hätten wir auf jeden Fall stark hier auf der ganzen Seite. Hier oben. Da auch. So. Also das Licht fällt ja von links oben immer in den Tiles. So in etwa. Da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Vielleicht noch. Ich weiß noch nicht genau, wie das am besten aussieht. Das erstmal so machen. Ich stelle die Sichtbarkeit hier auch nochmal ein bisschen höher. Nicht zu viel. Soll ja brauchbar bleiben. Ich kann natürlich auch hier die Sichtbarkeit runterstellen. Das ist auch nicht völlig uninteressant, um jetzt hier nochmal ein bisschen weicheren Schatten zu machen. Also, nee, weicheres Licht. Und auch das vielleicht hier nochmal ein bisschen auslaufen lassen. So. Ich denke, das ist besser. Das gleiche könnte ich vielleicht auch mit Schwarz machen, um so ein bisschen hier was zu tun. Und hier auf der Seite. Und eventuell auch hier unten. So. Ist das zu hart? So ist besser, ne? Ja, ich glaube, so ist besser. Okay, ich glaube, ich habe jetzt auch keine Pixel überzeichnet, die falsch gewesen wären. Wir flechten das Ganze mal wieder ein und schauen uns an, was dabei rausgekommen ist. Ich habe jetzt nur den Schatten. Ist ja in dem Fall egal, ne? Weil mehr habe ich ja eh nicht geändert. Ja, war irgendwie hätte ich da anders drüber nachdenken können. Das wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Na gut. Ach nee, das habe ich geändert, aber nicht hier reingepackt. Wir können die hier. Oh, Entschuldigung. 100%, 100% weg. Und 100% weg. So, jetzt aber. Das versuchen wir jetzt mal und schauen uns an, wie das aussieht. Wir holen uns den Resource Manager an die Hand und importieren neu dieses Objekt, wie es vorher auch war. Und wir importieren neu dieses Objekt. So, der ist jetzt drin, alles klar. So, das hat alles noch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, obwohl das der einfachste der Teile ist. Also es wäre hier, hier, da und dort. Sieht erstmal ganz gut aus, so von der Optik hier. Und dann haben wir das Teil hier, da, da, da und da. Es ist ein bisschen zu rot, glaube ich. Wir müssen hier noch entsprechend Einstellungen vornehmen. Der Teil ist so. Und das hätte ich jetzt auch direkt machen können. Ich weiß nicht genau, ist der A-Teil. Ist begehbares. Okay, ist alles gut. Dann können wir das Ganze jetzt nochmal schnell testen und dann ist auch Schluss mit lustig, die Episode vorbei. Und nun betrachten wir unser Werk mit ein wenig mehr Argwohn als gedacht. Das fällt mir auch auf, wo ein bisschen das Problem ist. Also, es grundsätzlich funktioniert soweit, wie ich gedacht habe. Wir gehen über die Straße, also über die Brücke und unter dieser, ne? Ihr wisst, was ich meine, her. Aber wir haben jetzt natürlich das Problem, dass der Kanal da jetzt seinen Abschluss findet. Also das Teil, was da angesetzt wird, ist das Endteil. Das ist eigentlich ja nicht gedacht. Ich weiß noch nicht, ob mich das wirklich stört. Es führt halt dazu, dass es dann nicht so ganz homogen aussieht. Beziehungsweise das sieht halt aus, als gäbe es hier
rechts neben den Übergang nach drüben und so. Ach, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das so lassen kann. Aber die Optik ist halt schön, ne? Man kann hier rüber gehen und ist unter dem Dings. Ganz klar, es ist zu deutlich zu rot. Ja, er hatte ja so ein Rostrot eigentlich vor und es ist zu rot, zu knallig. Ansonsten aber grundsätzlich nicht schlecht. Also die Form ist so in etwa das, was ich mir vorgestellt habe. Auch das mit den Zweien hier funktioniert. Das Problem ist, wenn ich es nur als Vordergrund nehme, dann kann ich halt nicht diesen drunter drüber Effekt mit da reinkriegen. Es sei denn, ich bastel es komplett anders um. Als Parallax könnte man sowas vielleicht hinkriegen. Ist auf jeden Fall ist mir das etwas zu aufwendig. Ich denke, ich werde es grundsätzlich so in der Art lassen. Wie gesagt, ich finde es auch nicht schlecht. Ich bastel noch mal an den Farben rum, damit die ein bisschen schöner aussehen und nicht als wäre es die Nase eines Clowns. Aber im Wesentlichen bin ich mit dem Ergebnis so grundsätzlich erstmal zufrieden. Also ich glaube, das sieht einigermaßen brauchbar wie eine Brücke aus. Ihr könnt auch eure Kommentare dazu abgeben. Wenn euch das gefällt, sagt es mir. Wenn ihr sagt, ach mein Gott, wie kommst du auf die Idee, dass das ein guter Plan war? Auch das möchte ich gerne hören. Grundsätzlich hätte ich auch gerne ein Like, wenn euch meine ganzen, wenn unser Let's Build a Game Together euch gefällt. Das fände ich super. Und ja, bei mir gilt ansonsten, wie jeden Tag, keep on happy playing.